Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist. Ich habe einen wundervollen Interviewgast. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist und dass wir heute über ein ganz, ganz besonderes, spannendes Thema sprechen. Aber als erstes würde ich sagen, stell dich doch gerne erstmal vor, sag, wer du bist und was du Tolles machst. Ja, erstmal, ich freue mich super sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Sinja, ich bin 32 und ich habe den YouTube-Channel Back to Love bei Sinja. Und ich bringe Leuten quasi das Thema Manifestieren näher, gerade in Bezug auf Liebe, aber auch auf alle anderen Themenbereiche, die man im Prinzip sich so vorstellen kann. Man kann das überall anwenden. Und ja, meine Arbeit ist im Prinzip, dich dorthin zu bringen, wo du hin möchtest, dich da abzuholen, wo du bist und dich im Leben dorthin zu bringen, wo du hin möchtest. So, Das ist diese das, was ich mache. Intention ist schon so schön. Wie bist du dahin gekommen? Also wie war auch dein persönlicher Weg? Wann bist du mit Manifestation das erste Mal in Berührung gekommen? Wie ging das dann für dich weiter? Also ich bin tatsächlich also bewusst mit dem Thema Manifestieren, ich glaube, vor 12, 13 Jahren in Berührung gekommen. Habe dann ein Buch gelesen und bin dann wirklich so Stück für Stück dahin gekommen. Das hat dann auch, ja, ich habe mich spirituell sehr entwickelt, habe viel gelernt, viel mich damit befasst und komme eigentlich aus einer ganz, ganz anderen Richtung. Ich bin eigentlich gelernte Kosmetikerin und habe mich beruflich eigentlich immer irgendwie weiterentwickelt, bin dann Autorin geworden und habe aber immer schon wahnsinnig gerne Menschen geholfen. Also das ist wirklich was, was ich schon mein ganzes Leben lang mache, auf irgendeine Art und Weise. Und dann dachte ich mir, hey, ich möchte das irgendwie beruflich machen. Und dementsprechend habe ich dann dieses Business gegründet, den YouTube-Channel gegründet. Ja, das ist so mein Weg. Super schön. Und lass uns da erstmal für diejenigen erklären, die da vielleicht noch nicht so tief drin sind, Ja. was ist Manifestation? Was kann ich mir darunter vorstellen? Manifestieren bedeutet im Prinzip eigentlich nur, dass das, was du innerlich denkst, das, was du wahrnimmst, wenn du eine Wahrheit hast über irgendeine Situation, ja, oder ein Gefühl hast, dass sich das dann in der äußeren Welt, in deinem Leben sozusagen zeigt, dass sich das dann widerspiegeln muss. Das heißt, manifestieren ist im Prinzip so ein Spiegel von dem, was in deiner inneren Welt passiert. So, also wenn du was denkst, wenn du zum Beispiel denkst, oh Gott, ich bin so schlecht da drin, ich schaffe das alles nicht und du dieses Gefühl hast in dir, dann muss es meistens auch in der äußeren Welt leider so sein. Genauso aber auch natürlich andersrum, wenn du total selbstsicher bist und sagst, hey, ich weiß, ich kann das alles und ich habe so ein tolles Leben, ich bin glücklich und so, dann ist es auch so. Das ist Manifestieren. Also so ein klassisches Beispiel, wenn ich denke, Mama sein ist anstrengend, dann wird Mama sein auch anstrengend sein. Dann wird Mama sein auch anstrengend. Ne? Also ja, du kannst es im Prinzip wirklich auf jeden Lebensbereich anwenden. Du manifestierst immer. Also ob du das nun bewusst machst oder nicht, alles, was in deinem Leben passiert, ja, das startet irgendwie hier in dir, in deinen Gedanken, in dem, was du fühlst, in dem, was du erwartest, natürlich auch die Erfahrung, die du gemacht hast in deinem Leben. Dementsprechend hast du dann ja auch die Erwartungshaltung, oh, das ist schon mal so passiert, das passiert bestimmt wieder so. Und dementsprechend passiert es dann auch wieder so. Ja, also wenn ich davon ausgehe, eine Sache ist anstrengend, dann ist sie es meistens auch. Und wenn ich jetzt aber sage, gut, ich hätte das gern anders, ich wünsche mir das anders, aber Ja. das in mir fühlt sich noch nicht so anders. Was sind denn die ersten Schritte, die ich dann überhaupt gehe? Ja, also am wichtigsten ist für mich, ich spreche einmal nur aus meiner Erfahrung, für mich war es am wichtigsten, dass ich mich viel, viel mehr mit mir selbst befasse. Dass ich viel mehr lerne, wo komme ich überhaupt her, was will ich hier, was mache ich, was ist meine Leidenschaft. Ja, also dass ich mich viel mehr mit mir selbst befasse. Vielleicht auch ein bisschen meditiere, entspanne, runterkomme. Ja, gar nicht so viel zu sehr den Fokus nach außen legen, sondern mehr den Fokus auf meine innere Welt legen. Das ist so das, was ich auch dann meinen Abonnenten und Klienten in dem Sinne weitergebe. Guck nicht so viel draußen, mach nicht so viel da draußen. Was machen die anderen? Was kann ich tun? Was kann ich machen, um was zu verändern? Geh erstmal so ein bisschen nach innen, mach einfach mal die Augen zu, blende die äußere Welt mal aus und meditiere einfach mal eine Runde. Ja, also das ist so der erste Schritt, glaube ich, um sich so ein bisschen mehr mit der inneren Welt zu befassen. Ja, und da halt auch diese Veränderung stattfinden zu lassen, ne? Ja. Ja. Eben, wenn du es innerlich, wenn du es innerlich veränderst und wenn du es innerlich fühlst, und das, was du innerlich halt siehst, ja, das muss sich irgendwie auch in deinem Leben dann widerspiegeln und zeigen. Und wenn du natürlich dann innerlich schöne Meditation machst und dich in tolle Sachen reinfühlst und
was dir vorstellst, was du gerne erleben möchtest und dir das so vorstellst, als wärst du jetzt gerade schon da, als würdest du es gerade schon erleben, als wäre es echt für dich, dann zeigt sich das auch so in deiner äußeren Welt. Also das muss ich sagen, die Meditation, die du hast da wirklich so ein Talent dafür, man fühlt das. Es ist wirklich so, du leitest das so schön an, man ist in diesem Moment und man spürt das, als wäre es schon da. Und darum geht es ja, dass man sich jetzt schon so fühlt, als wäre es schon da. Weil ich glaube, ein großes Problem ist so dieses, aber es ist doch nicht da und dann bin ich doch im Mangel und dann will ich das doch haben. Ja. Das ist wirklich so diese Herausforderung. Das ist auch das, was ich am meisten höre. Aber was mache ich denn jetzt? Ich habe das gemacht und ich habe es mir vorgestellt, aber jetzt komme ich wieder zurück, jetzt mache ich die Augen wieder auf und es ist nicht da. Es geht eher darum beim Manifestieren, dass du dir bewusst wirst, was für eine Macht und Kraft eigentlich von dir ausgeht. Dass du dir immer wieder klar machst, dadurch, dass du vielleicht erstmal so mit kleinen Sachen startest, die zu manifestieren, dass du wirklich manifestieren kannst, dass du das lenken kannst, dass du diese äußere Welt wirklich steuern kannst da draußen. Und dann findest du dieses Vertrauen in dich, ja, und dann ist es nachher dir gar nicht mehr so extrem wichtig, wenn es jetzt noch nicht eingetreten ist, weil du weißt, dass es kommt, weil du weißt, dass du das kreiert hast, du weißt, dass es von dir ausgeht. Also das ist wirklich eine Übungssache. Ja. Ist es auch eine gewisse Lebenseinstellung? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Na, also ich meine, ich denke schon, dass jeder das lernen kann, das bewusst steuern. Aber man muss auch schon offen sein und sich auch wirklich mit sich selbst befassen wollen. Ich sag mal, umso jünger du bist, desto einfacher ist es. Vor allem Kinder, ja, haben überhaupt gar keinen Filter, was das angeht. Träumen groß. Ja, die sind noch in diesem, ich sag mal, in diesem Bewusstsein, dass sie wissen, ich kann das alles kriegen, ich kann alles haben, alles ist machbar, alles ist möglich. Und dann im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens lernen wir halt immer mehr durch die Sachen, die uns beigebracht werden, Glaubenssätze und so weiter, dass eben, hör auf zu träumen, fang mal an, dein Leben wirklich zu leben, ne, komm mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Also all solche Sachen, ja, helfen uns im Prinzip nicht dabei, dann in diesem Manifestierstatus zu bleiben, zu wissen, okay, ich kann mein Leben kreieren. Ja, also ich glaube, umso jünger du bist, desto einfacher ist es tatsächlich, sich darauf einzulassen. Aber ich habe auch Klienten, die 60 plus sind und die ihr Leben komplett umgekrempelt haben, ja, und wirklich diesen Zugang zur inneren Welt gefunden haben und dann ihr Leben verändert haben. Also es ist alles machbar, es ist alles möglich. Das ist so ein Glaubenssatz, mit dem ich so oder so arbeite. Und ich glaube, es kommt auch immer tatsächlich darauf an, wie dir das jemand beibringt. Und ich meine, es gibt so viele Coaches. Aber was ich zum Beispiel auch immer wieder höre, die Leute kommen zu mir, kommen meistens von anderen Coaches. Ja, ich möchte jetzt um Gottes Willen keine Werbung für mich machen, aber sie kommen eben dann von anderen Coaches und sagen, ja, aber der hat das und das gesagt und die hat das und das gesagt und die hat gesagt, das ist möglich, aber das ist nicht möglich. Mhm. Und ich versuche dann immer, das zu erklären und zu sagen, ja, pass auf, diejenigen, die coachen auch von ihrem Standpunkt aus, von ihren Glaubenssätzen aus. Und wenn die den Glaubenssatz haben und diesen Glauben in sich haben, hey, du kannst das manifestieren, aber Liebe manifestieren geht zum Beispiel nicht, ja, das geht nicht, dann ist das deren Wahrheit. Und dann geben sie das weiter. Ich habe diesen Standpunkt, ich weiß, dass alles machbar ist, ich weiß, dass alles möglich ist, ich weiß, dass du alles haben kannst. Und das möchte ich eben auch weitergeben, ja, ich möchte motivieren. Und es wäre super schön, wenn wir das wirklich tatsächlich dann auch unseren Kindern weitergeben können. Ich meine, überleg mal, wie schön man sich das Leben gestalten könnte, tatsächlich, wenn man schon wirklich klein anfängt, das bewusst zu kontrollieren. Ja, wie viel Ärger du dir ersparst im Leben. Also das ist sowas, was ich weiß ganz sicher, ich habe keine Kinder, aber wenn ich dann mal Kinder habe, weiß ich ganz, ganz sicher, dass ich das von Anfang an mit einbauen werde. Weil ich das sehr interessant finde. Super schönen Gedanken, weil du hast recht, ne, wir haben dann irgendwann so Glaubenssätze wie, so einfach kann es doch nicht sein. Genau, ne? Von nichts kommt nichts. Ne? Ja. Man muss was machen. Ja. Genau. Und das ist ja das, was dann am Anfang auch so blockiert und wo man so denkt, ja, es kann ja gar nicht funktionieren. Das wäre doch viel zu einfach. Und dann würden das doch alle machen. Aber das Problem dann würden ist, das halt, ja alle machen. Dass ja. halt alle irgendwie so auch Blockaden in sich entwickelt haben, die man halt überwinden darf. Oder für sich entscheiden darf, dass diese Blockaden halt von jetzt an keine Rolle mehr spielen. Richtig, richtig. Du kannst es ja entscheiden. Das ist, glaube ich, wirklich so das Manifestieren meistern, ja, zu wissen, hey, ich kann das ja entscheiden. Ich kann ja entscheiden, dass auch wenn ich Blockaden habe, dass die mir überhaupt nicht im Weg stehen.
dass ich die einfach loslassen kann, dass ich ab sofort neue Glaubenssätze haben kann. Also es muss gar nicht so sein, dass du irgendwie irgendeine bestimmte Technik machst, dass du dreimal das und das aufschreibst und dann passiert das oder so. Du kannst für dich wirklich entscheiden, wie du das haben möchtest. Wie möchtest du dein Leben gestalten? Ja, also du fragst dich das und du entscheidest. Du entscheidest, wie Manifestieren für dich wirklich funktioniert. Es gibt da nicht wirklich Regeln. Also für mich auf jeden Fall nicht. Vielleicht für andere, für mich nicht. Also ich entscheide für mich, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe, und den habe ich ganz sicher, ja, den habe ich auch öfter mal, denn ich reagiere natürlich auch noch auf Sachen, die da draußen passieren. Das ist vollkommen normal, ich bin nur ein Mensch. Ja, aber ich entscheide dann, auch wenn ich negativ drauf bin, ich weiß, dass dann bald wieder eine richtig, richtig, richtig gute Zeit kommen wird. Ich manifestiere mir dann, dass ich wieder gut drauf bin. Und das passiert dann meistens schneller, als du gucken kannst. Also du entscheidest einfach im Prinzip, wie das für dich funktioniert, das Thema. Heißt, ich muss nicht immer positiv sein und immer eine gute Energie haben, wie ja eben auch manche sagen, sondern mich dann einfach wieder dafür entscheiden. Es geht eher darum, dass du entscheidest, dass selbst wenn du keine gute Energie hast und selbst wenn du richtig mies drauf bist, dass du trotzdem manifestieren kannst, dass deine Manifestation trotzdem kommt, dass du trotzdem was erreichen kannst, dass trotzdem alles in Ordnung ist mit dir. Ja, also ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt schafft es wirklich rund um die Uhr positiv drauf zu sein. Natürlich fühlt es sich schöner an. Und ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, so, ja, du musst in eine höhere Energie kommen, du musst dich besser fühlen, dann strahlst du das auch aus. Klar, wenn du gut drauf bist, dann natürlich strahlst du das aus und du ziehst auch genau das an. Ja, natürlich, du sendest das aus, du bekommst das zurück, was du aussendest. So, aber wenn du schlecht drauf bist und trotzdem für dich weißt, hey, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, alles gut, ja, meine Manifestation kommt, ich weiß, ich habe das trotzdem alles drauf, es ist alles in Ordnung, morgen oder übermorgen geht es mir wieder super, alles okay, dann manifestiert sich das auch genau so, dass du eben davon nicht wirklich abhängig bist, ob du gut drauf bist oder schlecht drauf bist. Also du musst nicht rund um die Uhr positiv drauf sein. Ich glaube, das schafft keiner. Ja, aber ich glaube, es ist auch gut zu wissen, dass mal jemand sagt, hey, ich habe ein gutes Leben und ich kann mir vieles manifestieren, aber mir geht es auch mal schlecht. Und ja, absolut. Na, also ich meine, klar, ich manifestiere mir sehr, sehr viel und ich habe mir sehr, sehr viel manifestiert in meinem Leben und ich mache das auch immer weiter. Aber ich habe genauso schlechte Tage, ich habe genauso schlechte Phasen und ich reagiere auch noch auf die äußere Welt, ja, oder das, was andere Leute sagen, obwohl ich im Prinzip jetzt gar nicht so viel drauf gebe, was andere Leute sagen, weil ich eben meine eigene Welt in mir kreiere, so, aber trotzdem passiert das auch nochmal hin und wieder. Wichtig ist es dann einfach nur, und das ist wirklich ein Unterschied, wenn ich das so vergleiche zu damals, wo ich mich noch nicht aktiv mit dem Thema befasst habe, dass ich mich einfach sehr, sehr, sehr schnell wieder zurückbringe. Ja, ich realisiere das, ich sage, oh, okay, ich reagiere da gerade drauf. Muss ich darauf reagieren? Nee. Was kann ich stattdessen machen? Was möchte ich denn stattdessen haben? Will ich mich jetzt gerade aufregen? Nee, will ich nicht. Also bringe ich mich wieder zurück, ja, und konzentriere mich auf das, was ich möchte. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man es immer wieder schafft, dann auch wenn man irgendwie mal irgendwie, ja, Streit hat, auf irgendwas reagiert, sich aufregt, nicht gut drauf ist, dass man es immer mal wieder schafft, sich dann zurückzubringen und zu sagen, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm, alles gut, was möchte ich stattdessen? Dieses was möchte ich stattdessen, das ist so wirklich das Motto oder dieser Leitsatz beim Manifestieren. Was will ich denn stattdessen haben? Ja, es geht darum, dass du dich darauf konzentrierst, was du willst und nicht darauf, was du nicht willst. Und den Fehler, wenn man es jetzt als Fehler bezeichnen möchte, machen eben leider die meisten, dass sie sagen, oh, ich möchte nicht noch weiter Schulden haben, oh, ich möchte nicht ständig mit meinem Kind streiten, oh, ich möchte mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen. Dein Unterbewusstsein kann das nicht unterscheiden. Ja, dieses Nicht, diese Verneinung, das versteht es halt einfach nicht. Dein Unterbewusstsein arbeitet mit diesem Gefühl, was du grundlegend in dir hast. Und wenn du daran jetzt natürlich denkst, so, ich möchte jetzt nicht weiter mit meinem Kind streiten, pausenlos haben wir Streit, ich will das nicht mehr, hast du dieses Gefühl in dir oder diese Erwartungshaltung, Streit, fühlt sich negativ an, fühlt sich schwer an, willst du nicht. Ja, also es geht vielmehr um dieses Gesamtgefühl, was du in dir hast, wenn du irgendwas denkst oder aussprichst. Also würde ich stattdessen versuchen, mich dann wirklich auf das zu konzentrieren, was ich wirklich will. Ich möchte eine harmonische Beziehung mit meinem Kind haben. Ich möchte gute Gespräche haben. Ich möchte Spaß haben. Wie fühlt sich das an, Spaß zu haben? Wie fühlt sich das an, mit meinem Kind ein gutes Gespräch zu haben? Ja. Und schon bist du in einer ganz, ganz anderen Energie. Ja. Und kannst dir das irgendwie dir das vorstellen, dich da reinfühlen.
So, und dementsprechend verändert sich das dann auch. Also erst muss die Veränderung wirklich hier stattfinden, in deiner inneren Welt, bevor sie dann draußen in der äußeren Welt stattfindet. Also das habe ich so durch dich für mich entwickelt, dieses, ne, wenn man so stressige Phasen hat, zu überlegen, okay, wie würde ich mich lieber stattdessen fühlen? Entspannt, geduldig, ruhig. Was macht eine Frau, die sich so fühlt? Und dann mache ich diese Dinge. Richtig. Es ist eigentlich so einfach, aber es darf dir erst mal jemand sagen. Ja, es ist so einfach. Es muss auch gar nicht schwer sein. Wir denken halt eben, was du schon auch angesprochen hattest vor ein paar Minuten. Wir denken meistens, dass die Dinge so kompliziert und schwer sein müssen. Ja, von nichts kommt nichts. Wir müssen hart arbeiten. Das Geld wächst nicht an Bäumen. Ja, wir müssen immer was tun, damit wir was zurückbekommen. Das ist wirklich so dieses Ego, was man gerne mal so ein bisschen ablegen darf oder zumindest, ich sag mal, pausieren lassen darf, dass man sagt so, hey, pass mal auf, okay, ist ja alles gut. Ego will mich ja auch nur beschützen, ne, möchte auch nur in dem Sinne dafür sorgen, dass ich in Sicherheit bin, dass ich was dafür tue. Ja, möchte natürlich auch Aufmerksamkeit bekommen, aber es ist auch okay zu sagen, hey, pass mal auf, nee, brauche ich jetzt gerade nicht. Ich kümmere mich jetzt mal ein bisschen um das, was ich wirklich möchte, ja. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und es muss gar nicht so kompliziert sein. Es kann sehr, sehr einfach sein. Es kann aber natürlich auch sehr schwer sein. Und das hängt eben immer davon ab, wie man das selbst sieht. Wenn man natürlich selbst diese Einstellung hat, wow, manifestieren, das ist ultra schwer. Mit dieser Person kann ich niemals zusammenkommen. Mein Kind wird sich niemals ändern. Ja, solche Sachen. Dann ist das leider auch deine persönliche Wahrheit. Und dann zeigt sich das natürlich auch so. Aber du kannst das in dir ändern, indem du einfach mit kleinen Dingen dann anfängst. Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, wie fühlt sich eine Frau, die dann entspannt ist, die ruhig ist? Wie verhält sie sich? Wie ist ihre Mimik? Wie ist ihre Gestik? Ja, hört sie vielleicht ganz andere Musik? Trägt sie andere Kleidung? Wie schminkt sie sich? Ja, also all solche Sachen. Du kannst mit allem, in dem Sinne, mit all deinem Sinn da reingehen und überlegen, wie wäre diese Version von mir? Und dann lebst du diese Version. Du fängst an, diese Version zu sein, auch wenn sich das noch nicht da draußen gezeigt hat. Es ist so ein bisschen, ich sag mal, dich selbst veräppeln, ja, aber auf schöne Art und Weise. Ne? Ich höre ganz, ganz häufig, aber bilde ich mir das nicht alles nur ein? Ist das nicht alles nur Schönreden? Bilde ich mir das nicht alles nur ein, dieses ganze Manifestieren? Ja, du bildest dir das ein, du redest dir das schön, aber genau darum geht es eben, dass du in dieser inneren Welt bei dir, in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen, deiner Herzgegend, in all dem, was in dir ist, eben dir die Sachen so schön drehst, wie du sie wirklich haben möchtest und erleben möchtest. Und dann passiert das so. Alles, was da draußen ist, muss vorher irgendwie hier drin in dir gewesen sein. Das ist ganz wichtig. Und wenn man das erkennt, dann weiß man, der Schlüssel ist wirklich in der inneren Welt. Ja. Aber das ist vielleicht auch ein schönes Abenteuer mit sich selbst. Ja, du lernst dich auf einer ganz anderen Art und Weise kennen. Also man findet wirklich so, umso öfter du das machst, und ich sehe das vor allem dann mit Klienten, die wirklich komplett neu anfangen mit dem Thema und dann erstmal so kleine Sachen manifestieren. Ja, die meisten kommen natürlich zu mir, weil sie Liebe manifestieren wollen, weil sie ihren Ex-Partner zurück möchten, weil sie endlich die große Liebe finden möchten, weil sie seit 20 Jahren Single sind. Also ich höre alles. Und dann meistens ist das Beste, was du machen kannst, ist wirklich erstmal klein anzufangen. Und zu gucken, hey, das Thema Manifestieren funktioniert für mich. Ich kann manifestieren. Dann manifestieren sie zum Beispiel einfach irgendwelche Kennzeichen, irgendwelche Zahlenkombinationen, dass sie heute auf der Straße einen Schäferhund sehen, dass ihnen eine Frau mit einem roten Regenschirm entgegenkommt. Ja, irgendwie solche kleinen Sachen. Und wenn das dann eintritt, und es tritt ein, in 99,9% der Fälle tritt das so ein, ja, dann sind sie erstmal baff. Ja, wow. Das ist wirklich passiert. Oh, wenn ich das kann, dann jetzt kann ich auch ein bisschen mehr versuchen. So, und dann kommst du so Stück für Stück dahin und merkst, hey, ich kreiere das. Ich kann das entscheiden. Ich kann entscheiden, wie meine äußere Welt aussieht und wie ich mich fühle in meinem Leben. Ich kann entscheiden, dass ich mich jetzt gut fühlen möchte. Ich muss mich nicht schlecht fühlen. So, und das ist wirklich so, wenn das Klick macht, wenn es einmal Klick gemacht hat, dann kannst du es auch nicht mehr sehen. Also dann ist es da. Und ich glaube, das gibt dann so diese Sicherheit, wenn ich mir diese kleinen Dinge am Anfang manifestiere, diese Sicherheit, das geht, das ist möglich und das brauchst, glaube ich, ne? Genau, ja, du musst eben diese Sicherheit finden, und ich kann natürlich verstehen, dass jeder die größten Sachen manifestieren möchte. Und natürlich ist es was Großes für uns,
eine bestimmte Person zu manifestieren oder das Verhalten einer Person zu verändern, ob das nun dein eigenes Kind ist oder dein Ehemann. Ja, es ist was Großes. Wir empfinden das als was Großes, weil wir denken, die Menschen haben dann den freien Willen. Ich persönlich finde, in meinem Leben entscheide ich. So, und wenn das was Positives ist und wenn ich für alle Menschen was Positives manifestieren kann, dann kann das für mich nichts Schlechtes sein. Ja, aber du brauchst diese Sicherheit. Du musst erstmal lernen, dass du das wirklich in deinem Leben im Griff hast, dass du manifestieren kannst. Und diese Sicherheit bekommst du und dieses Vertrauen in dich bekommst du, wenn du eben Stück für Stück kleine Sachen manifestierst. Ja, auch wenn man das gar nicht möchte. Ich höre dann immer wieder, ja, aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja dann eine bestimmte Person. Ich sage, ja, das weiß ich. Aber manchmal ist es einfach auch notwendig, dann erstmal klein anzufangen. Ne? Also ich habe schon so viele Coachings hinter mir, in denen die Person dann eben eine bestimmte Person wieder zurückhaben möchte oder generell eine Beziehung manifestieren möchte. Und der Weg dahin tatsächlich dann auch wirklich so über die Vergangenheit geht. Mhm. Ja, also gar nicht so sehr... natürlich, was möchte ich? Ich möchte die Beziehung, ja. Aber manchmal ist es auch, gibt es auch noch was zu lösen, was du aus der Vergangenheit lösen darfst. Und wenn du natürlich in deiner Kindheit zum Beispiel viel erfahren hast, dass du nicht gut genug bist, dass andere Personen besser sind als du, dass du nicht ausreichst, ja, solche Sachen, dann spiegelt sich sowas natürlich auch gerne in deinen Beziehungen wieder. Und dann landest du auch gerne mal in so Freundschaft-Plus-Situationen. Oder dass eben jemand sich nicht für dich entscheiden möchte, beziehungsunfähig ist, nee, ich will mir das lieber alles offen halten. Du bist dann nicht gut genug, weil du dich selbst einfach noch nicht erholt hast von dem, was sozusagen damals passiert ist. Und deswegen finde ich immer ganz, ganz wichtig, egal eigentlich, was du manifestieren möchtest, besonders wenn es aber mit Liebe zu tun hat, ist wirklich innere Kindheilung. Dass du wirklich so ein bisschen dich noch mehr mit dem befasst, was da drin passiert. Aber das ist ja immer eine gute Idee. Mein inneres Kind zu heilen, loszulassen, alte Verletzungen zu heilen. Absolut, ja. Und manchmal, ich habe Situationen gehabt, wo nur das nötig war und dann kam die Person wieder auf dich zu. Ja, es war gar nicht, du musstest gar nicht großartig dich reinfühlen, irgendwas bewusst manifestieren mit dann dieser bestimmten Person, mit der man eben zusammen sein wollte oder so, sondern du hast eben einfach nur was aus der Vergangenheit gelöst und zack, hat sich das wieder gezeigt in der äußeren Welt. Ja, also manchmal ist es wirklich tatsächlich dann so einfach. Ne? Aber natürlich, wir wollen natürlich das auch nicht immer so gerne wahrhaben, dass wir nochmal zurückblicken dürfen. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen mit Arbeit verbunden. Aber es muss gar nicht mit Arbeit verbunden sein. Also du, manchmal reicht einfach nur eine Meditation. Mhm. Ne? Einfach mal so ein bisschen dich reinfühlen. Kannst auch einfach tagträumen. Ja, du musst nicht unbedingt die ganze Zeit dich dann 3 Stunden dahinlegen und meditieren. Du kannst es einfach auch zwischendurch mal machen. Das, was sich eben für dich gut anfühlt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst damit wohlfühlt und es nicht macht, weil man es machen muss, sondern weil man merkt, hey, das tut mir gut, ich möchte das machen. Ja, genau. Und dann hat es ja schon wieder eine ganz andere Energie, wenn ich das aus dem Impuls heraus mache, weil mir das gut tut und nicht, ich habe jetzt noch was auf meiner To-Do-Liste, das muss ich jetzt auch noch machen. Ja, ja. Aber spielen dann nicht oft auch Ängste rein, sich mit mir auseinanderzusetzen, mit dem, was so in mir los ist, aber auf der anderen Seite sich die Macht zurückzuholen, eben sich nicht mehr von der Vergangenheit beeinflussen zu lassen. Wie siehst du das so? Richtig, ja. Diese Ängste, natürlich, man hat so ein bisschen die Angst, vor allem auch so diese Kontrolle irgendwie abzugeben. Oder ich kann das ja gar nicht mehr kontrollieren. Ich will ja einfach nur, dass das jetzt so und so passiert. Also gerade dieses Kontroll, dass du Angst hast, dass du Kontrollverlust hast, Verlustangst hast, all das, ja, das kannst du in dem Sinne verändern, indem du dir dann ja auch klar machst, du, ich entscheide das ja hier. Also ich finde immer, klar, man kann so viel nach außen abgeben und sagen, aber wenn die Person sich ändert, ja, dann passiert auch in mir was und dann kann ich mich auch ändern. Du kannst alles kontrollieren. Zu mir kommen so viele Leute, die sehr kontrollsüchtig sind und alles kontrollieren müssen im Leben. Ja, und ich muss das unbedingt genau so machen. Und ich sage mal, hey, pass auf, du kannst das entscheiden. Ja, also wenn du in dir diese Kontrolle findest und dir klar machen kannst, ich kann entscheiden, ich kann wirklich kontrollieren, was in meinem Leben passiert und was nicht passiert. Ich sage, dann hast du die Kontrolle über alles. Das ist viel, viel mehr wert, als wenn du irgendeiner Person da draußen die Kontrolle abgibst, die Verantwortung abgibst, irgendwie sowas. Ja. Und wenn wir gesagt haben, man soll so mit kleinen Sachen starten, vielleicht kennt man das auch, einen Parkplatz bestellen. Mhm, ja. Würdest du das auch so zum Start empfehlen? Einfach mal random irgendwas
zu manifestieren. Oh, absolut, absolut, ja. Vor allem Parkplätze, das wird immer ganz gerne genommen oder so Zahlenkombinationen oder ich sehe das Nummernschild, das Kennzeichen auf dem Auto oder sowas. Einfach mal machen. Also es gibt da keine Grenzen. Ne? Du kannst natürlich auch große Sachen irgendwie mit reinnehmen, die für dich groß sind. Fakt ist, du entscheidest, was ist groß oder klein. Ne? Dann, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich selbst so ein bisschen damit auseinandersetzt, was ist für mich wirklich groß, was ist für mich wirklich klein. Und dass man dann so den Weg findet von klein nach groß und sich letzten Endes klar macht, du, eigentlich ist ja alles gleich. Alles, was passiert, ist gleich. Es ist alles Energie, alles ist eins. Ja, ob ich nun einen Parkplatz manifestiere oder 5 Euro oder 5.000 Euro, es hat alles die gleiche Energie. Du entscheidest nur, weil du es gelernt hast in deinem Leben, ne, mit all dem, was du erfahren hast, dass 5.000 Euro mehr wert ist als 50 Cent oder 5 Euro. Ja, du wertest das dann anders. Und so ist es auch mit emotionalen Sachen. Im Prinzip ist alles, was passiert, neutral und du gibst den Dingen die Bedeutung. Und dann kannst du logischerweise auch andere Bedeutung geben und sagen, weißt du was, das passiert jetzt einfach, damit ich an mein Ziel komme. Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt den Parkplatz dann nicht manifestiert hat oder das machen möchte und es irgendwie nicht klappt oder so, dann würde ich mir das einfach schön drehen. Dann würde ich mir einfach sagen, so pass auf, ich finde noch einen viel, viel besseren Parkplatz. Ja, ich habe den jetzt nicht bekommen, weil gerade noch ein viel, viel besserer Parkplatz irgendwie auf mich wartet, der noch direkt vorm Eingang ist, wenn ich irgendwo hin will. Weißt du, irgendwie sowas. Dass du dir das einfach wirklich positiv drehst. Und das macht Spaß. Das höre ich immer wieder von Klienten, dieses positiv drehen, dass das herausfordernd sein kann, aber dass das auch Spaß macht, dass man sich wirklich die Dinge, die mies laufen, positiv dreht im Leben. Aber das ist ja immer gut, ne? Einen positiveren Blickwinkel auf einfach alles zu entwickeln. Ja. Das heißt, man kann Manifestation auch als ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung beschreiben? Total, ja. Also du entwickelst dich immer weiter und weiter und weiter. Du bist jetzt nicht mehr die Version zum Beispiel, die du noch vor 2 Jahren warst. Absolut nicht. Ja, und wahrscheinlich nicht die Version, die du gestern warst. Also du entwickelst dich immer weiter und weiter. Und das Schöne ist, und das muss erstmal so ein bisschen sacken, dass du wirklich immer entscheiden kannst, welche Version du sein möchtest. Du kannst in jedem Moment entscheiden, wer du sein willst. Du kannst jetzt auch entscheiden, dass du ab morgen wer komplett anderes bist. Dass du ganz andere Gewohnheiten annimmst. Ja, du entscheidest das. Also du entwickelst deine Persönlichkeit damit enorm. Du kommst weiter für dich. Du siehst die Dinge ganz anders. Und natürlich ist das alles immer so eine Übungssache. Und ich kann dir sagen, umso öfter du das machst, umso länger du dich mit dem Thema befasst, desto geduldiger du bist, desto mehr du da irgendwie für dich machst und in dieses Gefühl kommst, desto einfacher wird es auch mit der Zeit. Ja, und ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht so einfach, vielleicht gerade am Anfang, wenn ich mir eingestehen muss, hey, ich habe dieses Leben kreiert. Diese Schuld, tatsächlich haben die meisten, die dann auch so zu mir kommen, dieses Schuldgefühl und die sagen, ich habe mir diese dritte Person kreiert, ich habe mir das alles verbockt mit meinem Ex-Partner, ich habe es mir mit den Kindern verbockt, ja, also all solche Sachen. Du wusstest es ja auch nicht besser. Und ich finde, das ist immer enorm wichtig, dass du dir selbst vergibst, dass du vielleicht deine Meditation dann mal machst, um dir selbst zu vergeben, dass du lernst, hey, ich habe das ja nur von meinem besten Wissen und Gewissen gemacht. Woher hätte ich das wissen sollen? Ich habe das so gelernt. Ich habe das vielleicht von meinen Eltern auch so gelernt, von meinen Großeltern und so weiter. Die haben es aber auch nicht besser gewusst. Ja. Also denen darf ich genauso vergeben. Und jetzt versuche ich wirklich, diese Situation zu lösen und mich dann darauf zu konzentrieren, was ich wirklich möchte. Und ich glaube, dieses Vergebungsritual, wenn man das so nennen kann, oder eine Vergebungsmeditation, das hilft enorm dabei, wirklich auch weiterzukommen, was dann dein Manifestationsziel angeht. Also wie ich schon gesagt habe, manchmal musst du einfach nur mal kurz zurückgehen und was lösen, damit dann dein Ziel kommt, weil du noch nicht bereit warst dazu, weil dein inneres Kind das einfach noch nicht verstanden hat, noch nicht vergeben konnte. Ja. Bin ich manchmal auch in meiner jetzigen Version noch nicht bereit für mein Manifestationsziel und darf mich selbst erst dahingehend entwickeln? Wenn du das glaubst, ja. Ja, natürlich. Wenn du natürlich glaubst, ich muss mich noch entwickeln, ich muss noch was machen, damit ich das bekomme, dann ist das natürlich so deine Wahrheit. Ich kann dir sagen, du musst nicht komplett geheilt sein, du musst dein inneres Kind nicht komplett geheilt haben, um eine glückliche Beziehung zu manifestieren. Es ist wichtig, dass du dir einfach bewusst bist,
dass du dir bewusst bist, dass du dich ständig weiterentwickelst, dass du immer besser werden kannst für dich, in eine immer schönere Version kommen kannst für dich. Also mir hilft es immer enorm dabei, so ein bisschen auch Kontakt zu meinem höheren Selbst aufzunehmen. Das mache ich ganz gerne mal in der Meditation, dass ich wirklich so das ist so die beste Version von mir, so stelle ich mir das immer vor. Die Version, die alles weiß, die irgendwie mein Leben schon auf beste Art und Weise durchlebt hat und mir dann so Tipps gibt. So, und wenn ich mich dann zum Beispiel irgendwie in einer Situation wiederfinde, wo es mir dann irgendwie gerade nicht gut geht und ich denke, ach, ich fühle mich nicht bereit, ich habe Angst, dass ich noch irgendwas tun muss, damit die Manifestation kommt, irgendwie sowas, dann nehme ich dann ganz gerne mal Kontakt auf und meistens höre ich dann sowas wie, hey, es ist alles in Ordnung, du machst das alles gut so, du bist schon gar nicht mehr die Version, die du gestern warst, du entwickelst dich schon die ganze Zeit weiter, bald bist du die Version, die ich jetzt gerade bin. Also ich habe mal das Gefühl, ich habe, glaube ich, in den letzten 2, 3 Jahren so viele Transformationen durchlaufen und so viele neue Versionen angenommen. Ja, wenn ich überlege, ich komme aus einem Hintergrund sozusagen mit Angst- und Panikstörungen, Depressionen, all sowas, habe ich jahrelang drunter gelitten. So ein Interview wie jetzt gerade wäre überhaupt nicht möglich gewesen. So manifestieren hat mir dabei geholfen, für mich das Leben zu kreieren, was ich haben möchte. Ja, also gerade so Sozialphobien, nicht mit anderen Leuten Kontakt haben wollen oder sowas. Wenn du mich vor 15, 16 Jahren gesehen hättest, dann ich war ein komplett anderer Mensch. Und manifestieren, generell auch so Hypnose, Meditation, sich wirklich das Leben vorstellen, was ich haben möchte, ja? Wie fühlt sich's denn an, selbstsicher zu sein? Wie fühlt sich's an, wirklich das Leben zu haben, was ich haben möchte, das hat mir dann und tatsächlich geholfen, da Stück für Stück dann hinzukommen. Ne? Das war ja jetzt nicht super einfach, um Gottes Willen, aber ich habe es geschafft. Und ich denke mir immer so, wenn ich das geschafft habe, mir das so zu kreieren, wie ich das haben möchte, dann kann das auch jeder andere. Ich glaube, das ist immer wichtig, das zu hören, dieses, hey, ich war eine Version von mir, die es schwer hatte und ich habe es aber zu dieser tollen Version. Du bist viel mehr als das, was du jetzt gerade bist, wenn man das so beschreiben kann. Ja, also du, es steckt so viel in dir, was du noch gar nicht weißt, was du noch gar nicht lebst, was aber möglich ist. Und alles, was du dir vorstellen kannst in deinem Kopf, ist machbar. Wenn du dir vorstellst, also du kannst, es gibt eine Version von dir, die ist Mama. Es gibt eine Version von dir, die ist eine super erfolgreiche Karrierefrau. Es gibt eine Version von dir, die ist beides. Es gibt eine Version von dir, die lebt im Ausland. Es gibt tausend verschiedene Versionen von dir. Alles, was du dir vorstellen kannst in deinem Kopf, wenn du etwas visualisierst, das heißt, wenn du die Augen schließt oder meinetwegen auch die Augen offen lässt und dir wirklich das so vorstellst, wenn du Bilder in deinem Kopf hast, das ist machbar. Und wenn ich dann gefragt werde, aber ist das auch möglich? Kann ich auch das machen? Ich sage, kannst du es dir denn gerade vorstellen? Siehst du das? Mach mal die Augen zu. Kannst du es sehen? Ja, ich sage, dann ist es auch machbar. Ja, alles, was du siehst, ist machbar. Alles, was du innerlich fühlst und siehst und wahrnimmst, ist in der äußeren Welt machbar. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was ich so den Leuten mitgeben würde beim Manifestieren, ist sich gar nicht zu sehr um dieses Wie kümmern. Ja, wie kommt meine Manifestation? Wie komme ich dahin? Wie werde ich diese Version? Es geht vielmehr darum, was willst du denn haben? Ja, wer willst du sein? Okay, aber wie das passiert, wie du nun auf diesen Mann triffst oder auf diese Frau triffst oder wie du auf einmal dann super Gespräche mit deinem Kind hast, das Wie ist gar nicht so entscheidend. Überlass das ruhig mal so ein bisschen dem Universum. Sei mal gespannt und überrascht, was da so kommt. Ja, also konzentriere dich lieber dann auf dieses Endziel, was du haben möchtest. Du hast tolle Gespräche mit deinem Kind. Du hast eine harmonische, glückliche Ehe. Wie fühlt es sich an, die zu haben? Ja, aber gar nicht so der Weg dahin, was muss alles passieren, damit ich dann da bin. Das passiert so oder so. Also man stresst sich viel zu sehr mit diesem Wie. Das bemerke ich immer wieder in Coachings. Und das muss gar nicht sein. So schön. Und die Zeit ist wahnsinnig verflogen mit dir. Es hat so viel Spaß gemacht. Man hat, das habe ich auch, wenn ich deine Videos gucke, man ist sofort in deiner positiven, alles ist machbar Energie. Ja, das freut mich, wenn ich das wunderschön weitergeben kann. Ja, und magst du kurz nochmal erzählen, wer jetzt so ein bisschen für sich überlegt, okay, ich möchte da tiefer einsteigen, ich möchte es mal ausprobieren. Wie kannst du da jetzt unterstützen? Was kann man jetzt machen? Man kann auf jeden Fall deinem YouTube-Kanal folgen.
Den genau, wir unten. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, mittlerweile über 100 Videos auf YouTube, ja, die kostenlos da zur Verfügung stehen. Also da kann man schon eine Menge mit lernen und machen. Wenn man jetzt wirklich ein bisschen tiefer ins Detail gehen möchte, dann biete ich Online-Kurse an, ja, zum Thema Geld manifestieren, Liebe manifestieren, ne, die bestimmte Person manifestieren, den Ex-Partner zurück manifestieren. Das ist dann alles über meine Webseite, aber ich biete auch persönliche Leistungen an. Also ich biete auch Kartenlegungen an oder intuitive Readings. Wenn man jetzt gerade unsicher ist in seiner Situation momentan, um zu gucken, wo ist so seine Energie, wo steht man, und persönliche Coachings, die auch ganz unterschiedlich stattfinden können, ja, also von einer halben Stunde bis zu 4 Wochen, ich biete im Prinzip alles an, ich bin da sehr flexibel, sehr offen und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man was Persönliches macht, das ist nicht so, also ich bin nicht jemand, der einfach so pauschal sagt, okay, das mache ich mit jedem genau so, ich gehe wirklich auf die Person dann ein und dementsprechend, es läuft alles über mich, es gibt da nicht irgendwie, ich buche mal kurz einen Termin und dann sieht man sich erst im Termin dann oder sowas, sondern du hast wirklich von vornherein wirklich diesen 1:1 Kontakt mit mir, um wirklich zu gucken, was passt für dich, ja, wo bist du jetzt, wo willst du hin, wie kommen wir da am besten hin, also ja. Ich habe Bücher, also ich habe alles Mögliche sozusagen. Genau. So schön. Ich verlinke das auf jeden Fall unten. Ja, ich freue mich. Sofort danke dir. Losklicken und gucken. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Es hat viel Spaß gemacht und du hast ganz viel tolles Wissen geteilt. Und Dankeschön. Das war wirklich toll. Ich danke dir. War schön. War ein schönes Gespräch. Sehr schön. Und von euch möchte ich mich jetzt gerne verabschieden. Wir hören uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.